NFL würde ja zu gerne die Saison um einen weiteren Spieltag verlängern. Die Einschaltquoten im amerikanischen Fernsehen schreien auch geradezu danach. Das Spiel zwischen den Packers und den Vikings am 5. Oktober war die meistgesehene Sendung im Kabelfernsehen. War deshalb, weil dieser Rekord seit Montag dem Spiel der Patriots bei den Saints gehört. Auch die anderen Sender berichten, dass die Einschaltquoten für ihre NFL-Übertragungen durch die Decke schießen. Ein weiterer Spieltag mehr würde den Sendern mehr Werbeeinnahmen bringen. Ein weiterer Spieltag mehr würde den Spielern aber auch mehr blaue Flecken und Prellungen einbringen. Und die meinen, dass sie mit 16 Spielen in der Saison und den Vorbereitungsspielen schon genug einstecken. Die Überlegung geht deshalb auch in die Richtung, das vierte Vorbereitungsspiel zu streichen und die Saison nach nur 3 Testspielen zu beginnen. Mal sehen, ob Roger Goodell sich mit seiner Idee gegen die Spielergewerkschaft wird durchsetzen können. Nach dem einen Spiel Pause gegen die Ravens will Ben Roethlisberger gegen die Raiders auf jeden Fall wieder dabei sein. Gegen die Ravens hatten die Ärzte ihm buchstäblich in letzter Minute die Erlaubnis zum Einsatz entzogen, obwohl er sich trotz seiner Gehirnerschütterung die ganze Woche über auf das Spiel vorbereitet hatte. Aber in Sachen Gehirnerschütterung schwenkt die Liga auf eine Nulltoleranzpolitik ein, da sich immer mehr frühere Spieler mit Beschwerden melden. Man wird weitaus vorsichtiger, um spätere Folgeschäden zu minimieren. Zuletzt spielte Big Ben 2006 in der Woche nach einer erlittenen Gehirnerschütterung. Es war eines seiner schlechtesten Spiele. Gegen die Raiders warf er 4 Interceptions, von denen 2 zu Touchdowns führten. Die Raiders gewannen das Spiel, eines von nur 2, die sie in der Saison gewinnen konnten. 17 Jahre gehörte Jason Elam zu den zuverlässigsten Kickern der Liga. In diesem Jahr spielt er bei den Falcons, die aber genug von seinen zunehmenden Fehlschüssen haben. Sie feuerten den 39-Jährigen und ersetzten ihn durch Matt Bryant, der mit den Florida Tuskers vor einigen Tagen das erste Endspiel der UFL verlor. Wade Phillips fühlt sich schlecht bewertet. Der Head Coach der Cowboys hat nur noch wenige Wochen seines Vertrags abzuleisten und Jerry Jones macht noch keine Anstalten, den Vertrag zu verlängern. Das versteht Phillips nicht. Er ist der Meinung, dass seine Arbeit, die er in Dallas abgeliefert hat, nicht entsprechend hoch gewürdigt wird. Seine Bilanz steht bei 30-13 Siegen in der regulären Saison und 0-1 in den Playoffs. Für Dallas eine Katastrophe. Wenn Phillips es endlich mal schafft, im Dezember und Januar zu gewinnen, dann könnte Jones schnell seine Meinung pro Phillips aussprechen. Im Kampf gegen die Spätfolgen einer Gehirnerschütterung hat die NFL erneut ein Memo an die 32 Teams geschickt. Kein Spieler, der eine Gehirnerschütterung erlitten hat, darf am nächsten Tag am Training teilnehmen und seine Einsatzbereitschaft soll von einem unabhängigen Arzt bewertet werden und nicht mehr von den Teamärzten. Die Karriere von Jamal Lewis könnte beendet sein. Der Running Back der Browns wurde vom Team für den Rest der Saison auf die Verletztenliste gesetzt, weil er an den Folgen einer Gehirnerschütterung leidet. Ob er nach der Saison nochmal zurückkommt, ist fraglich. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.